Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Salih & Mike. Heute mit einem sehr besonderen Spiel. Wir spielen das Pokalfinale. Dortmund gegen Bayern. In den Hauptrollen natürlich die beiden Boymets. Wer welches Team nimmt, wird nicht verraten. Wir sind gespannt, wer sich diesen Pott holt. Jetzt live bei den Wolfsängern. Natürlich, wir spielen natürlich 6 Minuten. Wir spielen auf die Profi, die Torhüter. Beide wollen natürlich noch ein bisschen den Kader einstellen. Nein, wollen sie noch nicht mehr. Wir wollen natürlich spielen. Jetzt geht's los. Es wurde viel diskutiert vor diesem Prestige-Duell. Hier ist eben nochmal so ein schönes Skill-Spiel, aber das interessiert uns jetzt gerade wie, als wenn in China ein Sack Reis umfällt, weil wir wollen jetzt auf den Platz und wollen gucken, wer sich den Pott holt. Aber da hat derjenige noch ein bisschen Skill. Wir lassen noch diesen One zu Ende machen. Oh, wunderschön, wunderschön. Ja, da war ein bisschen. Es ist so toll, der Torschuss kommen, aber wir brechen jetzt ab. Wir starten jetzt. Das Prestige-Duell. Der El Clasico in Deutschland. Jetzt. Dortmund gegen Bayern. Alle sind an Bord. Matze Hummels, Lahm, Manuel Neuer, Roman Weidenfeller. Die Creme de la Creme der beiden Mannschaften. Nun haben wir aber meiner Meinung nach lange genug geredet. Jetzt wollen wir hier Spielzüge sehen. Mein Tipp weiß ich nicht. Ich tendiere eher, dass Dortmund gewinnt. Für mich persönlich in letzter Zeit besseren Eindruck. Aber schauen wir mal. Anstoß Bayern. Toni Kroos am Ball. Lahm. Spielaufbau. Erster Stockfehler, aber Bayern kann den Ball behalten. Toni Kroos. Rechts geht Robben. Robben hat Platz. Robben hat Platz. Da ist Schmelzer. Schmelzer kommt nicht ran. Doch. Schmelzer. Dortmund über die linke Seite. Über den extrem starken Marco Reus. Kevin Großkreuz. Die Allzweckwaffe. Lewandowski. Fehlpass. Rafinha hat ihn. Sofort der Ball weg. Robben wieder. Wieder die rechte Seite. Spiel zu. Kriegt er nicht. Weinfelder hat ihn sicher. Langer Abwurf zu Piszczek. Piszczek probiert's, aber bleibt hängen an Dante. Groß. Passversuch auch Mandzukic. Ne, Müller. Piszczek wieder über die rechte Seite. Djuric. Flanke nach vorne. Sucht Lewandowski. Aber abgefangen. Groß auf Ayen. Robben kein Abseits. Glanzparade. Roman Weinfelder. Das Spiel fängt sehr gut an. Erste Chance. Bayern noch mal reinrobben, aber Roman steht sicher. Der eigentliche Favorit fängt wieder an zu wackeln. Müller! Und zum dritten Mal in kurzer Zeit Roman Weidenfeller. Dortmund schwimmt. Mario Götze. Rückkehr zu seiner alten Mannschaft. Mkhitaryan. Erstmal weg. Djuric stolpert so ein bisschen, aber doch. Marco Reus. Aber der Ball zu Lewandowski kommt nicht durch. Kevin Großkreuz. Traupass zu Marco Reus. Er kommt durch. Zu Lewandowski. Nein, da ist Alaba. Und da ist Hamas. Sokratis, der Verteidiger. Marco Reus, Nachschuss, Manuel Neuer mit der Glanzparade. Was ist denn hier los? Das ist das Pokalfinale. So haben wir uns vorgestellt. Kein langes Geplänkel. Beide spielen gleich mit offenem Visier. Und wieder Sokratis. Djuric. Mkhitaryan hat den Ball. Bleibt hängen Alaba. Alaba hat Zeit, hat Platz. Toni Kroos. Ist die linke Seite da. Mit Götze. Der Platz, der kann gehen. Sokratis ist aber besser. Und kann ihn stören. Einwurf Bayern. Viertelstunde rum. Groß. Groß will immer noch nicht mit dem Ball. Findet keinen. Und nochmal Toni Kroos. Toni Kroos kommt nicht durch. Djuric. Konnte auf Reus. Nein, abgefangen. Bayern. Hacke. Götze. Die Tiki-Taka. Oh, Martinez. Schiedsrichter. Pfeift. Habe ich nichts gesehen. Djuric. Mkhitaryan auf engen Raum, Lewandowski. Und wieder Götze. Hier geht's richtig ab. Djuric, Lewandowski. Drei Mann rauf. Auf den zukünftigen Bayern München Spieler. Und wieder Götze. Auf Lahm, der rückt sehr weit nach vorne. Hacke, Spitze, 1, 2, 3. Nein. Mkhitaryan. Auf Robert. Doch nicht. Rafinha. Sehr schnelles Spiel. Robben verliert unnötig den Ball. Hintenrum. Auf Weidenfeller. Ja, die Bayern, beide Mannschaften spielen hier sehr stark.
Martinez sicher von den. Aber gleich hier der Ballverlust. Lewandowski! Mal eine neue Glanzparade. Eckstoß Borussia Dortmund. Nicht schlecht, nicht schlecht, Freunde. Oh, ich kriege nicht mal eine neue sicher. Schwache Ecke. Was hier jetzt auch passen, Dortmund konnte. Vorne nur Müller. Lewandowski mit Zuckerpass auf Kevin Großkreuz schießt direkt und wieder mal eine neue. Dortmund ist jetzt mehr am 1-0 dran wie Bayern. Aber da ist ja noch die Nummer 1. Der Bayern und der Deutschen. Mal neuer hat ihn sich erstmal Ruhe reinbringen. Der weite Abwurf auf Müller. Wieder die rechte Seite über Arjen Robben. Arjen Robben hat Platz. Arjen Robben findet Rafinha. Doppelpass wieder zu Robben. Aber da ist Kevin Großkreuz, der hier schon richtig stark ackert. Ist er vielleicht noch eine Allzweckwaffe für die WM? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Lewandowski, Boateng, Lahm. Wieder ein Robben, schöne Passstaffette. Robben Müller! Glanzparade, Roman Weinfelle. Also beide schenken sich hier nichts. Abseits, abseits, ein Robben. Schade. Ja, aber meilenweit. Halbe Stunde gespielt, Chancen auf beide Seiten. Bis jetzt geht man so, ja gut, knapp Übergewicht für Dortmund. Aber nur knapp, jetzt groß auf Müller. Sokratis. Matze Hummels, Kevin Großkreuz, Marco Reus, Traumpass, Lewandowski, kein Abseits, Lewandowski, aber das Dante, Rafinha, Lahm, Großkreuz, Lewandowski, Sokratis, Piszczek, Mkhitaryan. Mkhitaryan. Großkreuz. Rafinha den Ball. Es riecht hier in der ersten Halbzeit nach 0-0. Nochmal über Lahm. Philipp. Müller. Müller. Was für ein Pass. Robben hat Platz. Da ist keiner mehr dran. Wer ist in der Mitte? Arjen. Robben. Müller. Und warm geht Robben an den Rand. Der hätte ausgelassen können. Er geht doch sicher zweimal ran. Jetzt die Ecke. Über die Bayern Müller. Wieder Roman Weinfelle. Mein lieber Herzensverein. Erst war Dortmund besser, jetzt sind die Bayern besser. Robben. Marco Reus. Marco Reus kriegt ihn nicht. Lahm. Fehlpass. Jetzt Reus. Kevin Großkreuz. Lewandowski. Wie er Dante. Martinez. Fehlpass. Was ist da los? Javi Martinez. Schade. Shahin. Jetzt geht's hin und her. Jetzt wird langsam Mittelfeldgeplänke. Noch Pass von Dante. Wieso geht da keiner? Deswegen geht da keiner ran, weil Müller kriegt ihn leider nicht. Mehr wie so Ruhe einbringen. Roman Weinfeller mit dem Abschluss. Es ist eine schwierige Partie. Also wer hier das erste Tor macht, meiner Meinung nach gewinnt die Partie. Jetzt mal Lewandowski. Der hat da Platz. Lewandowski. Wieder Dante. Alaba, Götze, ja, Götze rennt unglücklich ins Aus. Mkhitaryan. Letzter Versuch vor der Halbzeit. Marco Reus, Lewandowski, das wieder Boateng. Martinez. Nochmal Rafinha, Traumpass zu Müller. Schiri pfeift noch nicht, aber sicher von Dortmund. Spannendes Spiel. Aber zu Recht unentschieden. Beide Mannschaften haben gezeigt, was sie können. Aber keine konnte Tor schießen, weil die Torhüter einfach überzeugt haben. Beide Torhüter stark, beide Mannschaften Weltklasse. Wer gewinnt das Pokalfinale? Wenn nicht, gibt es die Verlängerung. Am Ende des Tages haben wir hier auf jeden Fall einen Sieger. Und wir Dortmund. Piszczek. War nichts. Bayern jetzt am Zug. Götze. Groß. Auch nichts. Wieder Mittelfeldgeplänke. Fehlpass von Dortmund. Was ist denn da los? Müller gegen 3. Müller auf Götze, der Götze macht das Tor. Na, was ist das für eine Geschichte? Götze schießt das 1-0 im DFB-Pokalfinale gegen seinen Ex-Verein. Also damit macht er sich aber keine Freunde in Dortmund. Wenn Götze der Torschütze ist und Dortmund dadurch den Pokal nicht holt, braucht der junge Mann nie wieder nach Dortmund fahren. Der kriegt da Schläge. Jetzt Robben. Jetzt ist Bayern am Zug.
Wie verkraftet Dortmund diese Situation? Der ehemalige Liebling der Mannschaft, Götzholz damals genannt. Da schießt Götze wirklich das 1-0. Wird jetzt überladen und jetzt muss Dortmund sich sortieren. Hat Jürgen Klopp noch was im Petto? Matze Hummels. Es wird Dortmund natürlich kommen. Kevin Großkreuz findet nicht Lewandowski. Schießt Lewandowski im letzten Spiel für Dortmund gegen seinen neuen Arbeitgeber. Schießt er vielleicht umgekehrt, so wie Götze das 1-1. Welcher ehemalige Spieler oder neue zukünftige Spieler spielt hier eine tragende Rolle? Götze hat wirklich, liebe Zuschauer, wer jetzt einschaltet, nein, Spaß. Mario Götze hat hier das 1-0 geschossen. Und mit einem Fehlpass. Dortmund hat sich langsam sortiert nach diesem 1-0 von Mario Götze. Ich kann es nicht häufig genug sagen. Jetzt Djordjic. Sahin. Schwacher Pass. Kommt aber an zu Großkreuz. Schmelzer. Mal Platz. Schmelzer. Schön. Kevin Großkreuz. Er hat Platz. Drei Mann hinter Kevin Großkreuz. Jetzt vielleicht die Flanke. Kevin Großkreuz. Flanke. Findet geil. Doch. Marco Reus. Aber der Kopfball zu optimistisch. Und jetzt nochmal Dortmund. Wieder Bayern. Jetzt geht's hier richtig ab. Götze. Schon wieder Götze. Sahin. Kevin Großkreuz. Lewandowski gegen alle. Kommt nicht durch. Großkreuz. Und die Bayern wieder. Mit Boateng. Sahin. Lewandowski. Bleibt hängen in der Abwehr. Bayern haut erstmal die Murmel weg. Ah, das ist wieder Dortmund. Langer Ball auf Thomas Müller. Bayern wird doch jetzt nicht. Thomas Müller. Götze. Der Götze wollte 2-0 machen. Ach, wirst du hier bekloppt. Mario Götze gegen seinen alten Verein ist er extrem motiviert. Jetzt Kevin Großkreuz. Oh, Marco Reus kriegt er mal rein. Marco Reus gegen Dante. Marco Reus kriegt er nicht. Manuel Neuer kommt in der letzten Minute und kann das 1-1 verhindern. Konnte er. Toni Kroos. Aber Piszczek. Piszczek sicher jetzt. Mkhitaryan. Traumpass auf Djordjic. Marco Reus. Marco Reus. Der beste Dortmunder, Marco Reus. Was macht er? Die Flanke. Natürlich steht da nicht Lewandowski. Schade. Und es geht hier. Konter mit der Bayern. Robben. Robben bleibt hängen. Schmelzer. Ist eigentlich faul. Nein, ist es nicht. Schiedsrichter weiterlaufen lassen. Über Kevin Großkreuz. Kevin Großkreuz zu Marco Reus. Der kriegt den Ball noch. Der Ball ist noch drin. Flanke. Schwache Flanke. Schade. Martinez. Weg erstmal die Bayern. Jetzt schwimmen die Bayern eine Runde. Djordjic. Sahin auf Kevin Großkreuz. Bayern hat wieder Rafinha. Müller. Thomas Müller findet überhaupt keinen. Da ist Martinez sehr weit vorne. Toni Kroos. Philipp Lahm, der Kapitän. Der Kapitän Martinez. Martinez, was ist da los? Knapper Versuch von Bayern. Dortmund wackelt hier. Wo ist der BVB der letzten Wochen? Wo ist die Dortmunder, die fast gegen Madrid weitergekommen wären? Dieses 2-0 gegen Real Madrid. Das nicht zu sehen. Arjen Robben. Robben! Schade. Bayern spielt jetzt gerade auf der zweite. Was macht Dortmund? Schmelze. Martinez. Schmelzer den Ball. Fehlpass. Ein Robben. Der schießt direkt. Roman Weinfeller sicher. Deswegen fährt er mit zur WM und nicht andere Torhüter. Roman Weinfeller ist für mich die klare Nummer 2. Beziehungsweise ich würde ihn auch nochmal einspielen lassen. Großkreuz. Kevin Großkreuz. Der U-Dortmund auf Lewandowski. Manuel Neuer. Hält Bayern das 1-0 fest. Jetzt die Ecke. Sahin. Sahin findet Marco Reus. Für mich faul. Nein, was doch nicht. Jetzt Matze Hummels. Zehnmalige Bayern. Groß. Weg die Murmel. Nein. Djordjic hat den Ball. Hacke. Sahin. Lewandowski. Vorbei am Tor. Das gibt's doch gar nicht. Das war doch die Chance. Zum 1-1. Jetzt hat Bayern extrem Glück, dass sie ihn noch führen. Dortmund kommt nochmal. Wieder Lewandowski. Lewandowski. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Er hätte seinen neuen Arbeitgeber aber so richtig geärgert. So richtig die Party vermasselt. Wieder. Ah, kommt nicht durch.
Bayern muss jetzt clever spielen. Bayern über Thomas Müller. Doch nicht. Schmelze. 5 Minuten noch. Plus Nachspielzeit. Dortmund sucht natürlich ihren Topstar jetzt. Lewandowski. Die letzten 4 Minuten von Lewandowski in Trikot der Dortmunder. Sahin mit. Aber abseits. Abseits von Robert Lewandowski. 3 Minuten noch. Was für eine Spannung noch zum Schluss. Ja, wirst du denn hier verrückt? Dann da haut den Ball weg. Kriegt den Ball wieder. Müller gegen 2. Thomas Müller war nix. Thomas Müller. Jetzt wird die ein bisschen Spielereien. Jetzt nochmal Dortmund. Djordjic. Marco Reus. Piszczek sucht natürlich. Lewandowski wird die ein bisschen gedrückt. Lewandowski. Bayern Penta. Was ist denn da los? Robert Lewandowski. Marco Reus. Er macht's nicht. Und kein Foul. Was ist denn da los? Das war das 1-1. Die Dortmunder jubeln. Jetzt nochmal Sahin. Die Ecke. Vielleicht die letzte Chance. Sahin. Der Ball geht nicht rein. Wie lange noch? Jetzt nochmal Djordjic. Jetzt nochmal. Marco Reus. Marco. Wieder ganz parallel mal neue. Das 1-1 wäre verdient. Die Bayern schwimmen. Das gibt's doch gar nicht. Sahin mit der Ecke. Da ist Matze. Kein Tor. Das gibt es nicht. Ein 1-1 wäre hier sowas von verdient. Bayern schwimmt. Es könnte der knappste Pokalsieg aller Zeiten werden. Jetzt nochmal Dortmund. Jetzt könnte der Schiedsrichter abpfeifen. Pfeift der Schiedsrichter ab. Der Schiedsrichter pfeift ab. Bayern München gewinnt bei den Warriors der Hängen den DFB-Pokal. Wer den Real gewinnt, das seht ihr live. Ihr wisst ja wo. Ja, spannendes Spiel gewesen. Bayern knapp 1-0 gewonnen. Holt sich den DFB-Pokal. Sag ich mal wieder. Haut rein, meine guten Freunde. Und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Salia Mike. Wir danken uns für Zuschauen. Tschüss, ciao, euer Salia.